Wir haben Neumama Eva Benetatu zu Hause besucht. Ehrliche Worte über ihren Afterbaby-Body. Ende Juni ist Eva Benetatu zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem dreht sich im Leben der 29-Jährigen alles um Söhnchen George. Wir haben die Neumama exklusiv zu Hause besucht. Im RTL-Interview erzählt sie nicht nur, wie ihr Alltag als Alleinerziehende aussieht, sondern verrät uns auch, wie sie es geschafft hat, so schnell wieder rank und schlank zu sein. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Schon während der Schwangerschaft mit George versorgte Eva Benetatu ihre 255.000 Follower regelmäßig mit Infos zu den Veränderungen ihres Körpers. 3 Wochen nach der Geburt verrät die ehemalige Sommerhausteilnehmerin nun, wie viel sie aktuell wiegt, 53,6 Kilogramm. Ich habe, seit der Kleine da ist, 10 Kilo abgenommen, so die 29-Jährige im RTL-Interview. Sport dürfe sie noch nicht machen. Aber das neue Leben mit ihrem Söhnchen hält Eva auch so ordentlich auf Trab. Daher sei es kein Wunder, dass die Pfunde purzelten. Glaube, das passiert durchs Stillen. Bin ordentlich in Bewegung, gehe in den Wald, vermutet sie. Und auch die Ernährung spielt für Eva eine wichtige Rolle. Was ihre Mama damit zu tun hat, gibt es oben im Video.